Hallo, liebe Nachtschattenwechsel, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier im Online-Call mit der Band Oomph. Hi erstmal. Hi, hallo. Wir haben uns hier verabredet für einen Artikel, den ich schreiben darf, fürs Legacy. Und eventuell gucken wir mal, wenn wir genug Material kriegen, dass wir es vielleicht auch noch auf Nightshade TV veröffentlichen. Dafür erstmal ganz kurz, ich meine, ich kenne euch, ihr seid auch lange genug alle mal im Geschäft, aber falls jetzt jemand reinschalten sollte, der euch nicht kennt oder der nicht ganz zuordnen kann, wer ihr seid, wer seid ihr jeweils und was macht ihr innerhalb der Band? Fange ich einfach an. Ich bin Flux. Ich spiele hauptsächlich Gitarre in der Band, aber wie wir alle produzieren wir auch, komponieren, texten, spielen auch am Keyboard und am Samplen. Also wir machen ja alle irgendwo alles, wie du gleich von den anderen auch hören wirst. Okay. Dann Jo. Daniel vielleicht, der Ja, Schulz. Daniel. Hallo, ich bin der Schulz. Ich singe vor allen Dingen und mache dann auch so andere Sachen natürlich, wie Flux gerade schon erwähnt hat. Und ich bin auch ein ziemlich guter Hobbyfußballer. Ah, gut zu wissen. Gut zu wissen. Es gab ja mal Ja. sowas wie den Amphi-Cup zum Beispiel damals beim Amphi-Festival, wo dann Musiker auch gegen Musiker spielen durften. Ich spiele Ganz. tatsächlich noch aktiv in Altherren- und Herrenmannschaften. Ja, sehr gut. Ja, Danke. ich bin der Crab und ja, ich komponiere, produziere, spiele Gitarre, Bass, Keyboard, habe viel mit Synthesizern und Sounddesign zu tun. Genau, das war es eigentlich. Und nur zur Erklärung, also Crab und Flux, ihr beide seid Gründungsmitglieder von Umf, während Genau. der Schulz quasi jetzt neu dazugekommen ist. Ihr werdet das garantiert jetzt in jedem blöden Interview erstmal erzählen müssen, was da irgendwie war. Deswegen, also ich möchte da gar nicht zu lange drauf eingehen, sondern vielleicht, dass jemand von euch das mal ganz kurz zusammenfasst, wie sich jetzt die neue Konstellation gefunden hat und warum das so ist. Auch mit euren Worten. Ja, erstmal der Schulz ist der Neue, wie man immer so schön sagt, wenn der Neue in die Klasse kommt. Ja, es ist der Neue. Und ja, wie kam es dazu? Es gab ja öffentliche Statements, vor 2 Jahren mittlerweile schon fast, dass es ein Ausscheiden unseres Sängers gab aus der Band. Und dann, wir haben ja lange versucht, die Band noch zu erhalten. Das hat irgendwann, haben wir eingesehen, nicht mehr funktioniert, die Band zu retten. Wir sind uns ja der Verantwortung bewusst, die wir gegenüber unserer Band haben, die wir alle gemeinsam zusammen aufgebaut haben, über 30 Jahre, unseren Songs gegenüber. Wir sind selber die größten Fans unserer eigenen Lieder. Und wir sind es natürlich auch der Verantwortung, der ganz großen Verantwortung unseren Fans gegenüber bewusst, weil wir einfach aus vielen Gesprächen mit den Fans wissen, was einzelne Lieder oder generell unsere Musik den Fans bedeutet, wie sie manchmal da Halt drin finden in bestimmten Lebenssituationen oder wie viel Freude Musik von uns bringen kann, sehen wir bei den Konzerten. Und von daher haben wir uns gerne der großen Verantwortung gestellt, die Band fortzuführen, Crab und ich. Wir sind 2 Drittel von Umf. Das ist unser Lebenswerk. Umf ist unser Leben seit über 30 Jahren, der Mittelpunkt. Wir beschäftigen uns fast 24 Stunden am Tag damit. Warum sollten wir das auf einmal von einem Tag aus dem anderen beenden? Und von daher haben wir sozusagen die Flucht nach vorne gemacht und haben einen neuen Sänger gesucht, haben uns dafür alle Zeit der Welt genommen, die das Ganze auch benötigt, um auch den richtigen zu finden am Ende. Und haben Daniel oder der Schulz als allerersten gefragt gehabt, weil wir ihn schon länger kennen und auch immer schon im Hinterkopf hatten. Und trotzdem er uns gleich beim ersten Meeting überzeugt hat, haben wir aber auch dann, als es bekannt geworden ist, dass Umf einen neuen Sänger sucht, auch aktiv viele Bewerbungen von anderen Sängern bekommen. Am Ende haben wir, glaube ich, 25 Sänger im engeren Kreis gehabt, die wir ausprobiert haben. Am Ende ist es Daniel geworden, der Schulz. Wenn wir da noch näher drauf eingehen wollen, können wir das hier gerne noch machen. Aber ich sollte eigentlich kurz zusammenfassen, hast du gesagt, das Von war mir aus auch, ein also, ne, also die nächste Frage wäre eh gewesen, was ihn denn für den Job besonders qualifiziert hat. Also habt ihr schon mal zusammengearbeitet in der Vergangenheit zum Beispiel? War da was? Na, wir kennen uns auf jeden Fall seit 2015 sehr, sehr gut. Daniel war mit seiner Band Unzucht im Vorprogramm bei uns auf der Europatour 2015. Da haben wir uns sehr gut kennenlernen dürfen und auch befreundet. Und seitdem kennen wir uns, haben uns natürlich zwischendurch immer wieder getroffen. Und Daniel war
dann schon unser erster Gedanke, an den wir gedacht haben. Und was ihn dafür prädestiniert hatte, war, wir haben halt im Endeffekt auch so eine Art Pitch gemacht und jeder musste natürlich auch, oder wir haben natürlich auch den Wunsch, dass wir natürlich nicht nur neue Songs auf den kommenden Konzerten spielen, sondern auch unsere alten Hits. Und somit war eine der ersten Hürden, die genommen werden mussten, alte Umf-Songs zu singen, also Augen auf, das weiße Licht träumst du. Und da hat Dani auch schon mit Bravour abgeschlossen. Also er hat halt natürlich eine andere Stimme als Dero, aber er schafft es halt, das Gefühl der Songs zu transportieren. Und das haben wir eigentlich schon gleich beim ersten Mal festgestellt, dass ihn das auf jeden Fall schon prädestiniert dafür. Und das Zweite war, dass wir natürlich auch in dem Pitch auch probiert haben, sehr früh auch eine Zusammenarbeit auszuprobieren im Studio, unter Studiobedingungen, und da auch dann sofort diese Magie überschwappte, die wir halt gesucht haben oder die wir gewohnt waren. Und das hat auch sehr, sehr gut gleich funktioniert. Aus diesen ersten Zusammenarbeiten, die wir so hatten in den ersten ein, zwei Tagen, die wir dann überhaupt mal an neuem Material gearbeitet hatten, was Flux und ich über die Wochen und Monate davor auch teilweise schon vorbereitet hatten. Das hat so gut funktioniert, dass mehrere Songs davon oder mehrere Ideen davon textlich sowie auch von den Gesangsmelodien dann aufs Album gekommen sind, auf das jetzige. Und ja, es waren viele, viele Gründe aus technischer Natur, aber auch aus rein menschlicher Natur natürlich. Man versteht sich super. Wir sind das ungefähr gleiche Alter alle, was halt auch sehr angenehm ist. Wir sprechen da die gleiche Sprache, haben einen ähnlichen sozialen Hintergrund, kommen aus der gleichen Region. Also es waren viele verschiedene Faktoren, die alle für Daniel sprachen. Und im Endeffekt hatten wir uns schon auch recht früh für ihn eigentlich entschieden, obwohl wir auch natürlich 25 andere Sänger ausprobiert haben. Aber sind wir dann so ein bisschen mönchsmäßig oder monkmäßig unterwegs. Also ich bin selber so ein Typ, wenn ich mir eine neue Hose kaufe, dann finde ich zwar schon eine und habe die auch an und die finde ich super und die passt, aber ich muss dann trotzdem alle 10 von der Stange noch anprobieren. Und so ähnlich war es bei der Sängersuche auch. Wir hatten zwar immer schon das gute Gefühl im Bauch, dass Daniel eigentlich der Richtige ist, aber trotzdem haben wir uns immer noch die Mühe gemacht, eigentlich auch noch weiterzusuchen, aufgrund der Verantwortung, die Flux zum Beispiel auch angesprochen hatte, uns gegenüber, der Band gegenüber, den Fans gegenüber, wollten wir halt das einfach alles ausprobieren, alles ausloten, was machbar ist, aber das gute Gefühl im Bauch für Daniel war eigentlich schon sehr, sehr früh da. Und natürlich, Daniel, du auch am besten noch mal kurz dazu, wie hat das aus deiner Sicht stattgefunden? Ja, erstmal, ich kann das voll nachvollziehen, weil bei mir ist beim Hosenkauf genauso. Deswegen habe ich auch Ruhe bewahrt in den 5 Monaten, glaube ich, in denen das gedauert hat. Es war halt schon krass. Erst fing es ja ganz harmlos an. Ich kriege den Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, ein Projekt mit denen zu machen. Irgendwie so. Und das konnte ich mir natürlich vorstellen. So, und dann bin ich nach Braunschweig gefahren. Und als ich mich dann so gerade auf den Stuhl fallen lassen wollte, hieß es, ja, aber könnte ich mir auch vorstellen, der Sänger von UMF zu sein. Er hat mich fast neben den Stuhl gesetzt und merkte aber ganz schnell, das könnte ich mir super gut vorstellen tatsächlich, weil ich die Band schon ewig super gern mag, die Songs liebe. Wenn ich auflege, irgendwie als Gast-DJ in irgendwelchen Gothic-Clubs, lege ich sehr gerne Songs auf, sing da immer lauthals mit. Das mag ich einfach, ich liebe das, wie die Leute da durchtanzen. Und ich wusste, dass die Songs mir auch liegen, deswegen sofort. Und dann habe ich auch, wir haben uns dann das erste Mal getroffen, so zu so einer Arbeitssession, von der Crap ja gerade schon erzählt hat. Da waren, glaube ich, schon 5 bis 5,5 Dinger bei, wo Gesangsmelodien heute noch so stehen auf dem Album. Also nicht komplett, nicht jeder Zwischenteil, was weiß ich, aber so Strophe, Refrain war da irgendwie schon da. Da waren auch Textbausteine schon da. Man merkte einfach super schnell, Alter, das funktioniert einfach, das passt einfach. Und ich hatte einfach nur Bock. Und als dann die Zusage kam, habe ich mich mega gefreut. Also und es war dann gleich auch von Anfang an so. Das war kein Fremdeln bei der Arbeit. Es passte einfach super. So wie schon gesagt wurde, wir sprechen die gleiche Sprache, haben den gleichen Background, das gleiche Alter. Wir können super harte, straffe Studiotage abliefern und trotzdem bringt man sich gegenseitig noch zum Lachen, obwohl man gerade irgendeine Passage diskutiert hat oder so, indem man irgendwie, keine Ahnung,
Rosa-Rote Panther zitiert oder was weiß ich und alle liegen am Boden und das nächste, also es ist einfach so, ja, es passt einfach. Das hatte einfach von Anfang an so einen Zauber und so eine Magie. Und von daher war das irgendwie, ich war eigentlich die ganze Zeit ziemlich zuversichtlich, muss ich sagen. Trotzdem bin ich, habe ich mich ganz schön gefreut, als die Zusage kam. Ja, sehr gut. Also ihr habt euch dann jetzt quasi gefunden, habt, ne, scheint auch sehr gut alles zusammenzupassen. Die Leute haben auch, da will ich gar nicht groß nachfragen, weil was ich gesehen habe, die meisten Leute haben positiv reagiert. Ein paar meckern natürlich immer, kann nicht sein, aber im Großen, also wie gesagt, die weitaus Mehrheit hat gesagt, okay, passt. Und jetzt habt ihr euch quasi auch mit Material an die Öffentlichkeit getraut, kann man so sagen, ne? Und das war erstmal die erste Single, Wem die Stunde schlägt. So, erstens mal, wie waren da speziell die Reaktionen drauf und warum habt ihr genau diesen Song vom Album gewählt und gesagt, den müssen wir den Leuten jetzt erstmal um die Ohren hauen? Die Reaktionen waren auch durchweg positiv, auf jeden Fall. Viel, viel positiver, als wir es je gedacht hätten. Wir hatten natürlich auch Angst, logischerweise, wie reagieren Fans und die Öffentlichkeit auf den neuen Sänger. Und das ist durchweg super positiv. Die Wahl des Songs, das war eigentlich schon recht früh. Es war einer, wo wir alle drei der Meinung waren, rein musikalisch schon gesehen, war es einer der stärksten Songs, die wir im Demo-Portfolio hatten. Textlich passte er natürlich auch super, also totgesagte leben länger. Das war natürlich auch von dem reinen Hintergrund und von dem reinen Ausdruck natürlich auch super passend, weil natürlich haben uns viele in der Zeit totgesagt. Viele waren der Meinung, dass Flux und ich das wahrscheinlich ohne Dero nicht schaffen werden, obwohl Flux und ich immer die ganze Zeit anderer Meinung waren. Für uns war Umf immer unser Leben. Und immer unser Lebenswerk vor allen Dingen, was wir natürlich überhaupt nicht aufgeben wollten und auch auf jeden Fall weitermachen wollten. Und wir natürlich auch über unser Können und Know-how wussten, und auch eigentlich nie daran gezweifelt haben, dass wir einen guten neuen Sänger finden und mit einem guten Album auf den Markt wiederkommen können, was wir jetzt ja auch bewiesen haben. Und insofern, genau, war das eigentlich schon sehr früh einer der Songs, die halt schon ganz, ganz hoch im Kurs bei uns standen, dass das die erste Single wird. Und das hat auch super funktioniert. Und dann jetzt kommt ja das neue Album. Im September ist es angekündigt. Und wenn alles gut läuft, dann wird es auch kommen. 8. September ist, glaube ich, ne? Release Das heißt, wenn alles gut läuft, das Album ist Date. fertig. Also ich meine, das Album Ja, wird nein. schon produziert im Presswerk. Man hat ja heute fast ein halbes Jahr Vorlauf. Ja, Ist halt ich nah meine es beim nur, Album ich kenne das ja gestaltet. mit Vinyl und so manchmal und dann ist da wieder irgendwas. Aber die meisten Sachen kommen schon pünktlich, hast schon recht. Ja. Wäre übrigens quasi direkt nach meinem Geburtstag, also ich könnte damit feiern gehen. Sehr Ja, gut. sehr cool. Großartig. Aber tatsächlich, das Album, ne, da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Und zwar, also ich konnte schon ein bisschen reinhören, es klingt auf jeden Fall auch nach Umf. Ne? Also, was ja wahrscheinlich auch viele werden vielleicht da Zweifel gehabt haben, so von, ja, ist es überhaupt noch das Gleiche? Es klingt nach Umf, kann ich definitiv sagen. Aber wo und wie ist Daniel denn da eingestiegen und wie habt ihr euch dann quasi untereinander ausgetauscht, damit es dann aus dem Material, was ja teilweise schon feststand, dieses komplette Album werden konnte? Also die Musik war eigentlich komplett schon da. So zumindest die wichtigsten Parts. Ja, es gibt noch viele Mittelparts, die da noch zusammengeschrieben wurden. Teilweise gab es schon komplette Gesangsmelodien und auch teilweise Texte, wo dann vielleicht aber am Ende nur der Refrain geblieben ist und die Strophe nochmal eine neue Melodie bekommen hat, wo Daniel mit uns zusammengearbeitet hat. Und bei vielen, vielen Songs hat Daniel auch die Gesangsmelodie entwickelt und wir haben zusammen dran gearbeitet und die Texte gibt es Initialzündungen, die von Crab oder von mir sind oder eben auch von Daniel sehr viele, an denen wir dann gemeinsam gefeilt haben, bis am Ende, alle drei zusammen, bis am Ende genau dieser Song, diese Melodie, jede einzelne Hi-Hat da sitzt, wo sie sitzt und jedes einzelne Wort da sitzt, wo es sitzt. Und ich sagte, es ist unser persönlichstes Album, weil alle Ereignisse der letzten 2, 3 Jahre dort eingeflossen sind. Und wir haben das dann beim Diskutieren über die Texte sehr schnell gemerkt, wie tief jeder einzelne von uns berührt ist und wie sehr jeder einzelne um jedes Wort, um jede Redewendung kämpft, weil sie für ihn halt viel bedeutet. Also das habe ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das in der Form schon erlebt habe beim Umf-Album.
Wahrscheinlich war die Anspannung auch nochmal eine ganz andere jetzt in der neuen Konstellation, oder? Also. Natürlich will man sich selber und allen beweisen, dass es in der neuen Konstellation funktioniert. Und natürlich ist es wahrscheinlich unser wichtigstes Album, was wir je gemacht haben, weil das natürlich jetzt die Chance ist, den Leuten zu beweisen, dass es weitergeht. Und das will man natürlich richtig machen, weil wir dran glauben. Ja. Und weil uns auch alle Beteiligten um uns herum, die Plattenfirma, Konzertagentur, unsere Musiker, Live-Musiker und Crew zum Beispiel, auch das Vertrauen geschenkt haben und wir da viel Vorschusslorbeeren bekommen haben und unsere Fans auch viel Geduld bewiesen haben. Also diese Verantwortung, die haben wir gerne als Herausforderung angenommen. Das war wirklich ein Mix. Also auf der einen Seite war der Druck natürlich hoch, den man so hatte, auf der anderen Seite aber irgendwie auch nicht, weil einfach so viele Leute uns, also zu uns auch einfach gehalten haben und das Vertrauen uns geschenkt haben, wie halt zum Beispiel Plattenfirma Booking, viele Veranstalter, die teilweise auch schon ja die Tour oder Auftrittsorte für uns halt gebucht haben oder freigegeben haben, obwohl sie gar nicht wussten, wer der Sänger war und so weiter. Das hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass da viel auch schon von Flux und mir über die Jahre natürlich Partnerschaften aufgebaut waren, die seit Jahrzehnten teilweise existieren und dieses Vertrauen uns da entgegengebracht wurde. Und es war aber auch so, dass halt zum Beispiel auch die Arbeit im Studio eigentlich ziemlich entspannt war. Dieser Druck im Studio war eigentlich nicht da. Also wir drei hatten irgendwie immer nie das Gefühl, dass wir jetzt groß unter Druck arbeiten, also ja, unter dem zeitlichen Druck vielleicht, aber jetzt so irgendwie großen Druck hatten wir eigentlich so im Studio zumindest bei der Arbeit nicht das Gefühl. Es hat eigentlich total Spaß gemacht. Es war sehr inspirierend alles, was wir da gemacht haben, gegenseitig befruchtend und so weiter. Das war eigentlich gar nicht so. Der Druck kam eigentlich dann eher so immer in den Momenten, wo man dann die Gespräche mit den Plattenfirmen geführt hat, wann dann jetzt die VÖ stattfindet oder wann die erste Single rauskommt. Dann stieg auch immer so der Druck und natürlich logischerweise gab es diesen Druck, was sagt die Öffentlichkeit, was sagen die Fans? Sehen die das so wie wir mit der Wahl? Sehen die das so wie wir mit den Songs, die wir klasse fanden? Kriegen wir da das Feedback, was wir natürlich irgendwie uns erhofft haben, ne? Im Hauptsinn machen wir ja, es klingt immer platt, aber es ist natürlich so, als Musiker machst du in erster Linie natürlich Musik für dich und dir muss es gefallen. Und wir hatten halt die ganze Zeit während der Produktion und auch seit dem Moment, wo wir mit Daniel zusammengearbeitet haben, immer ein super gutes Gefühl, dass das wirklich was Tolles ist, was wir da gerade entwickeln und was da entstehen wird. Aber man weiß natürlich nicht, ob das draußen in der Öffentlichkeit genauso ankommt. Und das ist für uns natürlich das Schönste, dass wir jetzt gerade dieses super positive Feedback bekommen. Auch diese Aussagen, wie es klingt halt zu 100% nach Umf und so weiter. Das sind natürlich total schöne Aussagen, die wir natürlich gerade sehr feiern. Absolut. Ich sag mal dann, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Ihr müsst ja schon ins nächste Interview. Da könnte man wahrscheinlich alleine über die einzelnen Songs noch stundenlang reden. Ich wollte aber nochmal aufgreifen und zwar, ne, du hast gerade schon gesagt, Tour steht auch schon fest, ist im Herbst. Ihr geht mit Böse Fuchs auf Tour. Da habe ich aber eine Frage speziell an Daniel und zwar anlehnend an das, was du gerade schon gesagt hast, dass du gerne Songs mitgegrölt hast, auch als DJ. Auf welche Songs freust du dich denn jetzt am meisten, wenn du die endlich mal selbst live spielen bzw. singen darfst und von den alten Hof-Songs, die du so richtig abfeierst. Ja, da reicht das Live-Programm nicht. Also ich meine, wir werden ja so 22 bis 24 Songs irgendwie spielen und auch eine ganze Menge natürlich vom Neuen, also so 8 bis 10 vielleicht, bleiben mir aber immer noch 12 bis 14 von den alten großartigen Hits. Und das ist natürlich, also was soll ich da anfangen? Also ich meine, die ganzen Hits muss ich nicht aufzählen wie die Augen auf und Gott ist ein Popstar. Labyrinth, ich freue mich tierisch, diese Songs zu singen. Träumst du, das weiße Licht? Also, das ist, also auch bis ganz hinten hin, wie auch zum Beispiel natürlich der neue Gott. So, also, aus allen Epochen gibt es einfach so viel großartige Songs und die passen einfach auch so gut zu meiner Stimme, dass ich mich einfach tierisch drauf freue. Also, das ist. Ich könnte jetzt wirklich eine halbe Stunde Songs aufzählen, wahrscheinlich. Und ich freue mich einfach tierisch drauf, auch die alten Nummern zu singen. Wir freuen Richtig, uns auf richtig jeden Fall doll. drauf, wenn du die dann singst und wir dir zuhören können. Gut, dann lass uns noch eine letzte Abschlussfrage stellen. Und zwar, ne, anlehnend an das letzte Lied auf dem Album, zumindest wenn die Trackliste, so wie ich sie kenne, auch die Finale ist. Und das heißt ein kleines bisschen Glück.
Daher ist natürlich die Frage, was ist für euch im Moment das, was euch besonders viel Glück bereitet? Also für mich erstmal vor allen Dingen, es ist ja ewig, lass die Katze aus dem Sack. Das war ja 1,5 Jahre extremste Geheimhaltung. Und ich Katze bin endlich aus dem Sack. Das ist total geil. Und wir können jetzt endlich dazu stehen und vorangehen. Und das ist für mich und natürlich, wie ich aufgenommen wurde. Also das hätte ich, ein Sängerwechsel ist so ein riesengroßes Ding. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass also die meisten Leute so dermaßen positiv darauf reagieren. Und dann als Nächste hört er der neue Song und wieder so positive Reaktionen. Also ich könnte nicht glücklicher sein. Bei euch Ja, beiden noch und kurz. für uns ist natürlich jetzt der Punkt nach so vielen Jahren, also auch durch die Pandemie bedingt und so weiter, wieder endlich auf der Bühne zu stehen. Wenn wir am 2. November das erste Konzert haben in Hannover, haben Flux und ich zumindest fast 3 Jahre nicht auf der Bühne gestanden. Das ist eine verdammt lange Zeit für uns. Ich kann mich nicht daran erinnern, seitdem ich Musik mache, und das mache ich seitdem ich 15, 16 bin, dass ich so eine lange Zeit nicht auf einer Bühne gestanden habe. Und für uns natürlich eins, auch das große Glück ist natürlich, dass es einfach weitergeht. Auch während der Pandemiezeit hat man natürlich häufig gerade als Künstler gedacht, oh Gott, das hat nie ein Ende. Oder wie wird das überhaupt irgendwann mal wieder normal weitergehen mit Konzerten und so weiter? Und das ist natürlich für uns ein großes Glück, dass es einfach jetzt weitergeht. Neues Album, neuer Sänger, den neuen Live-Auftritt zu planen, gerade alles vorzubereiten. Da kommen Arsch voll Glücksgefühle gerade hoch auf jeden Fall. Ja, bei mir war es eigentlich während der Produktion diese Magie zu spüren, dass sie zwischen uns dreien einfach da ist und funktioniert. Wie einfach es ist, mit Daniel zu arbeiten, wenn er singt, wenn man ihm sagt, sing mal ein bisschen mehr opernmäßig, hier lass mal das Vibrato weg, hier vielleicht ein bisschen mehr und kannst du da nicht auch schreien? Er ist halt so versiert und technisch gut ausgebildet und erfahren, dass er sofort anbieten konnte, was wir uns als Produzenten da an der Stelle gedacht hatten. Und wir konnten mit ihm im Studio arbeiten, wie mit einem sehr guten Instrument, wie wir in der Vergangenheit auch immer gearbeitet haben. Und diese Glücksgefühle, die häuften sich einfach dermaßen jeden Tag mit Freude ins Studio gefahren und mit Freude am Album gearbeitet und von einer Euphorie zur nächsten gesprungen. Also das, wenn ich da zurückblicke, dann an das letzte Jahr, das ist einfach toll gewesen. Ja. Einen besseren Abschluss für ein Interview gibt es doch nicht, finde ich. Von daher danke ich euch jetzt für das Gespräch. Gerne. Wir Ebenso bedanken uns. gerne. Ja, Vielen wunderbar. Dank. Und euch da draußen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's Tschüss. gut. Ciao. Ciao.